Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ihr schreibt mir ja fleißig E-Mails und Posts. Dadurch weiß ich ja, was euch bewegt. Und was euch jetzt vor kurzem bewegt hat, das war ein Video von der Mission Money, wo es um Aktienrückkäufe geht. Und ich glaube zu wissen, was euch in Bälde wieder bewegen wird. Das wird das nächste Video von der Mission Money sein, wo es um Tenbagger geht. Wo dann wahrscheinlich gefragt wird, was hältst du von der Aktie? Kannst du die Aktie mal analysieren? Und die eine oder andere Aktie ist nicht im Aktienfinder, kannst du die aufnehmen. Und ich dachte, ich werde jetzt einfach mal proaktiv tätig und biete euch an, die Aktien, die jetzt die Mission Money analysiert, die mal auch unter die Lupe zu nehmen. So eine Art Rundumblick. Vier Augen sehen mehr als zwei. Und das könnte interessant sein. Erst noch mal einen Schritt zurück. Wir machen am Ende übrigens auch noch eine Abstimmung, ob ihr das wollt oder nicht. Einen Schritt zurück zu diesem ersten Video von der Mission Money, wo es um die Aktienrückkäufe geht. Da wurde dann im Prinzip gesagt, da wurden Aktienrückkäufe eher kritisch gesehen. Da wurde dann gesagt, ja, die Aktienrückkäufe können eben die Kennzahlen pro Aktie verfälschen, sodass das Unternehmen besser dasteht, als es auf Unternehmensebene eigentlich dasteht, wenn man diese Pro-Aktie-Kennzahlen sich anschaut. Was ja auch stimmt, wenn die Anzahl der Aktien reduziert wird durch Aktienrückkäufe, dann fällt pro Aktie eben mehr vom Unternehmensgewinn ab, kriegst eine größere Stück vom Kuchen, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber es kann tendenziell einen falschen Blick geben, dass das Unternehmen zu gut dargestellt wird. Das zum einen, dann kann natürlich das Management die Aktien auch noch sehr teuer zurückkaufen, das zum anderen. Und andere Kennzahlen, wie beispielsweise die Eigenkapitalrendite, die werden ja auch geschönt. Irgendwann gibt es vielleicht keine Eigenkapitalrendite mehr, wenn das Eigenkapital negativ ist. Diese Dinge, die sind thematisiert worden, zum einen. Und zum anderen, was ein bisschen einseitig gewesen ist, hier habe ich übrigens mal drei Mails rauskopiert, die ich bekommen habe. Ich habe auch Posts bekommen auf Facebook beispielsweise. Eine Frage ist dann auch immer gewesen, kann man das irgendwie in den Aktienfinder einbauen, dass man das sieht, das Thema Aktienrückkäufe. Gute Nachricht, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, und zwar vor etwa 2, 3 Jahren. Und das ist alles schon drin. Das könnt ihr hier, sind wir im Handbuch. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Es gibt hier ein Handbuch, und wenn ihr da reingeht, also hier ist das Navi. Navigation und dann gibt es hier eine Hilfe, dann gibt es hier das Handbuch und dann gibt es hier was zum Thema Aktienrückkäufe hier, was mir ein bisschen zu kurz kam in dem Video oder ich habe es übersehen, das war, dass die zurückgekauften Aktien, das kam ja so vor, als ob das verlorenes Geld wäre, als ob das dann quasi das Klo runtergespült worden wäre. Das ist ja nicht ganz richtig, weil doch möglicherweise schon, wenn die Aktien eingezogen, also vernichtet werden, aber das Beispiel von McDonald's, da sind die Aktien ja nicht eingezogen worden. Da wurden die ja bilanziert als eigene Aktien und die können ja wieder ausgegeben werden. Da habe ich dann auch Beispiele hier gebracht. Zum Beispiel bei Übernahmen könnte McDonald's theoretisch in Form seiner eigenen Aktien bezahlen, können auch Mitarbeiter bezahlt werden, in Form dann, also dass Mitarbeiteraktien ausgegeben werden oder auch Stockdividende, dann werden Aktionäre bezahlt, ebenfalls mit den zuvor zurückgekauften Aktien. Also das ist nicht so, dass die Aktien jetzt quasi, dass das verlorenes Geld wäre. Ich möchte aber gar nicht so viel da jetzt über die Stockdividenden sagen und über Aktienrückkäufe. Das können wir nochmal hier nachlesen. Mir geht es eigentlich um das hier, um die Tenbagger. Schönes Wort, habe ich auch im letzten Video schon, der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, mal ein bisschen lakonisch fallen lassen. Ja, der Mario, wo ist er? Hier irgendwo, ne? Der Mario, der hat sich jetzt auf die Tenbagger eingeschossen und hat auch hier schon eine Liste zum Besten gegeben mit potenziellen Tenbaggern. Mein Vorschlag ist, wir können uns die einfach mal anschauen. Das heißt, wir lassen dem Mario mal den Vortritt. Der soll sich die mal angucken und dann gucken wir uns die danach an. Und entweder wir denken auch, dass es ein gutes, erfolgversprechendes Investment ist, oder wir sehen es vielleicht ein bisschen kritischer. Wie gesagt, vier Augen sehen mehr als zwei. Und da können wir dann drüber abstimmen, ob ihr das genauso seht oder ob ihr meint, nö, das brauchen wir nicht machen, das interessiert uns nicht. Allgemein gibt es ja zwei Arten von Aktien, würde ich mal sagen. Auch etwas plakativ, idealtypisch. Es gibt die No-Brainer. Das sind so Aktien wie Unilever, auch 3M, trotz der Aktienrückkäufe. Und obwohl es jetzt ein bisschen nach unten ging mit der Aktie, war ja vorher auch etwas überbewertet. Oder Church & Dwight, Johnson & Johnson, solche Aktien, das sind No-Brainer, die steigen langfristig gesehen schon seit Jahren.
sind Aktien, die haben bewiesen, beziehungsweise Unternehmen, die haben bewiesen, dass sie ihre Gewinne langfristig steigern können. Und solche Aktien findest du relativ leicht. Und das ist natürlich, du solltest dir schon Gedanken machen und überlegen, warum du in die Aktien investierst. Du solltest verstehen, was das Geschäftsmodell des Unternehmens ist, wo der Wettbewerbsvorteil ist, halt Unilever beispielsweise, dass die starke Position in Entwicklungsländern haben, in Schwellenländern, sagt man, glaube ich, heute oder wie auch immer. Und da ist ein stärkeres Wachstum da als in den eher gesättigten Industriestaaten. Und deshalb haben die langfristig ein bisschen mehr Wachstumspotenzial als andere Unternehmen, wie beispielsweise Kraft Heinz. Das sind aber alle so keine Geheimnisse und das ja, liegt alles mehr oder weniger offen. Und ich habe da auch mal ein Video gemacht hier, wie du in unter 75 Sekunden ein Qualitätsaktiendepot erstellen kannst. Ich wäre vielleicht gar nicht mehr drauf gekommen, dass ich das Video gemacht habe, ist schon ein bisschen her. Frühjahr letzten Jahres, aber hier hat jemand vor 2 Tagen einen Kommentar gemacht und hat geschrieben, okay, 9 von 10 Aktien sind locker mehr als 20% im Plus, auch wenn der S&P 500 in der gleichen Zeit auch schon stark gestiegen ist, ist trotzdem eine Outperformance hier in 75 Sekunden, rein mechanisch über gewisse Kennzahlen eben, die im Aktienfinder zur Verfügung stehen, um das langfristige Gewinnwachstum sozusagen zu messen, also rein mechanisch vorgegangen. Kannst du dir das Video gerne angucken, ich verlinke das dann. Ist natürlich keine Handlungsempfehlung, vorzugehen, ja, schon rein psychologisch nicht. Aber das ist eben im Prinzip das, was ich sagen wollte mit No-Brainer. Und das reicht schon mal locker, um den typischen deutschen Durchschnittsanleger out zu performen. Stichwort Bestseller-Challenge, da sehen wir ja, was die Aktien, die beliebtesten Aktien der Deutschen sind, beziehungsweise die Aktien, die am häufigsten in deutschen Depots anzutreffen sind. Ich sag nur Daimler, Deutsche Bank und Co. Aber die kannst du schon so locker outperformen. Also das sind die No-Brainer und dann gibt es eben hier das, was da als Ten-Bagger verpackt wird. Das sind also Wachstumsaktien, nennen wir es mal so. Das sind tendenziell Aktien, die noch nicht bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne langfristig steigern können, die aber sehr viel Potenzial haben. Da ist dann der Blick, wenn jetzt sich dann weg bisschen von der Vergangenheit, weil sie sich ja noch nicht bewiesen haben. Sie hatten noch keine schöne Unternehmenshistorie, die man fundamental anschauen kann. Beziehungsweise es werden auch noch keine bilanzierten Gewinne oft ausgewiesen. Das ist so ähnlich, wie es bei Amazon bis vor kurzem gewesen ist, dass man auch auf Gewinne gar keinen Wert gelegt hat, sondern eher auf Cashflows und Umsatzwachstum. Und da der Blick also noch vorne gerichtet. Und wenn du in solche Aktien investieren möchtest, dann brauchst du eine Story, eine richtige Story. Um dir mal Beispiele zu geben, ich habe in zwei solche Aktien vor kurzem investiert. Das eine ist iRobot, habe ich auch ein Video zu gedreht. Und das ist so ähnlich wie so ein Elevator-Pitch. Also das muss man, glaube ich, relativ schnell erzählen können, was man sich dabei denkt. Also bei iRobot ist es so, dass die unter einem Handelsembargo leiden. Die lassen momentan noch ausschließlich in China produzieren, müssen jetzt Strafzölle bezahlen, wenn sie ihre Saugroboter, Putzroboter in die USA importieren. Das ist mit ungefähr 50% Pi mal Daumen der wichtigste Markt. Deshalb gehen die Margen nach unten. Das ist auch ein harter Preiskampf. Ist aber jetzt quasi ein politisches Problem. Politische Börsen haben kurze Beine und selbst wenn die Beine mal ein bisschen länger sind, wenn der Handelsstreit etwas länger dauert, dann hat iRobot schon reagiert, verlagert seine Produktion von China nach Malaysia, kann dadurch die Strafzölle umgehen. Außerdem wird iRobot auf neue Märkte gehen. Beispielsweise dann werden ihre Roboter auch auf Rasen fahren und dann den Rasen mähen, erschließen sich also neue Märkte, was dann auch wieder zu steigenden Umsätzen und steigenden Gewinnen führen wird, genauso auch wie die Margen steigen werden, sobald dann die Strafzölle entweder abgeschafft oder umgangen werden. Das wäre dann so eine Story und dann kann man, wenn man dann an das Unternehmen glaubt, da investieren. Bei Tesla wird es auch relativ schnell erzählt, dass der Verbrennungsmotor ist tot, wird abgelöst durch einen Elektromotor. Tesla führt die Elektromotorrevolution an. Tesla wird wie ein Start-up geführt. Die anderen Unternehmen, die mit dem Verbrenner groß geworden sind, die können da nicht Schritt halten, weil es keine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Unternehmenskultur. Die sind einfach gemütlicher, langsamer, träger und da gibt es dann interne Grabenkämpfe, wenn man die alten Kernkompetenzen, den Verbrenner quasi abschalte. Da gibt's immer Leute, die daran festhalten wollen und kommen halt dann nicht mit jemandem wie Tesla, der auch eine hohe Wertschöpfungstiefe hat und weniger von Zulieferern abhängig sind wie die klassischen Automobilhersteller. Dadurch wird dann Tesla dem
Markt aufrollen, den Zukunftsmarkt der Elektromobilität inklusive Digitalisierung und wird dann halt ja einen Arsch voll Schotter verdienen. So ungefähr, das wäre dann die andere Story, das wäre dann die Story für Tesla. Und ich denke, solche Stories brauchst du dann bei solchen Aktien, wo du ganz klar den Blick in die Zukunft lenkst, weil fundamental nicht, weil die fundamentalen Zahlen einfach noch nicht so aussagekräftig sind. Ich sehe, dass es ja fundamentale Zahlen gibt, aber das ist auf jeden Fall nicht allein ausreichend. Gut, schon viel geredet, bisschen philosophisch, dann würde ich sagen, stimmen wir mal ab, ob ihr denkt, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns auch mal hier um diese Aktien hier kümmern. Wobei, eins will ich noch sagen, ich kann nicht versprechen, dass ich alle Aktien analysiert bekomme. Es kommt darauf an, wie schnell der Mario hier durch diese Liste huscht. Wenn der in einem Video 10 Aktien abnudelt oder so, das ist für mich zu viel, das schaffe ich nicht. Ich nehme ja immer ein bisschen Zeit. Das heißt, oft fange ich erstmal mit Wikipedia an, was das Unternehmen überhaupt macht, oder lese mal im letzten Jahresbericht, was das Unternehmen macht, was dort auf den Brief des Vorstands, die Beschreibung und so weiter. Und gucke mir dann auch auf die Segmente an und natürlich gucke ich mir das auch im Aktienfinder an. Das ist ja das Big Picture vor allem, das ist ja auch was Wichtiges. Aber wie gesagt, es dauert immer ein bisschen Zeit und wenn der Mario zu schnell ist, dann eilt er mir davon, dann werde ich mir nur ein paar rauspicken können und nicht alle. Wenn der Mario sich viel Zeit nimmt, wenn er vielleicht nur 3 Aktien oder so auf einmal macht, das könnte ich vielleicht auch noch schaffen. Gut, dann würde ich sagen, stimmen wir mal ab. Sollen wir uns um Tenbagger beschäftigen? Ja oder nein? Deine Stimme zählt. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.